Mit Nadja Popper haben wir eine sehr medienscheue erste Stipendiatin, weswegen in unserem Film sie auch ausschließlich über ihre Arbeiten in Erscheinung treten wird. Das sollte sie nicht wundern, sondern sollte eigentlich eher ein Hinweis darauf sein, dass die Künstlerin sich wirklich eben vollständig in ihren Arbeiten ausgedrückt versteht und die Person wirklich keine Rolle spielt. Was das Besondere von ihr ist, was auch ihre eigene, wirklich sehr eigene Ausdrucksweise hervorbringt, ist eigentlich das Arbeiten mit Graphit oder Kohle, vor allen Dingen aber mit Graphit, in dem das Wiederwegradieren des Graphites eine ganz wichtige Rolle spielt. Daran sieht man auch, bei wem sie gelernt hat, bei der großartigen Zeichnerin Elke Hoppe, die auch mit dem Radiergummi gearbeitet hat, auf ihre ganz eigene, komplett andere Weise, ganz anders als Nadja. Aber da ist vielleicht die Aufmerksamkeit entstanden, dass der Radiergummi quasi die Ausdrucksmöglichkeiten des Graphitstifts erhöht. Natürlich kann hier ein Künstler oder eine Künstlerin genauso sagen, ich habe meinen Plan, ich gehe hierher, ich habe hier einfach 4 Wochen Ruhe, hier klingelt kein Telefon, ich mache mein Ding und ich gucke nicht mal aus dem Fenster. Das geht hier auch. Und das ist ja auch gar nicht so schlecht, weil das nämlich der Ort diese Konzentration gestattet. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also das sind so die Qualitäten für mich, die diesen Ort auszeichnen, weswegen es sich lohnt, das Stipendium hier anzusiedeln. Allerdings erfordert es im Normalfall Künstler, die dieser Herausforderung auch sich stellen möchten. Also ich hätte gerne Leute, die eben nach außen offen sind, ne? Die nicht ganz autonom irgendwie ihr Ding machen, was sie überall machen könnten, sondern dass sie sich einlassen auf die Umgebung, auf den Kontrast zur Stadt. Vielleicht auch, wenn wir schon von Sachsen am Meer reden, auf die Wahrnehmung von Meer und Wasser als einer komplett anderen Qualität, die wir sonst so gar nicht kennen oder nicht haben. Grenzumwunden schwimmend, ohne Horizont, ohne viel und wenig, ohne erst und gleich, ohne Raum und Masse, ohne Himmel, ohne Grund, ohne Vergleich. Knoten lösen, lose Fäden, schwerelos. Na, die Grundatmosphäre ist, glaube ich, eine, die lernt ganz allmählich und schrittweise von sich abzusehen, sich in die Natur hineinzubegeben, sich zu versenken, sich quasi fast schon aufzulösen, sich damit zu verbinden und trotzdem ja in dem Kunstwerk selber dann später das zu reflektieren und aktiv zu werden. Und das ist für mich auch die Idee dieses Ortes, im Sinne eines stillen Ortes. Nicht, dass es hier still sein soll, sondern dass es ein Ort ist, der sein Gegenüber, und das ist in diesem Falle ja wirklich die Natur, sozusagen ernst nimmt und diese Herrscherpose gegenüber dem Ganzen etwas ablegt, sondern sich dort hinein versenkt und auf diese Weise in Meditation und Reflexion kommt und dann eben auch in die Kunst kommt. Und das erfüllt Nadja ganz exemplarisch in der Art und Weise, wie sie sich den Dingen annähert. Denn genau das ist es ja. Sie nimmt Kontakt auf mit allem, was hier lebt und wächst und mit den Perspektiven auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite schafft sie aber Werke, die in gar keiner Weise das haben würden, was man mit einer abbildenden Qualität beschreiben würde oder so. Also man könnte nicht die Orte finden, an denen sie gearbeitet hat, im Eigentlichen ganz
detailgenauen Sinne. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es wird komplett übersetzt in autonome Kunstwerke, die eigenen Regeln folgen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass das, was dann in den Werken ist, auf einer ganz starken Annäherung an die ihr gegenüberliegenden Wesen besteht und dass man auch diese Beziehung, die sie zu diesen Dingen hat, eben eingefangen empfindet. Dass es also nicht nur ein Abbilden ist oder ein Übersetzen, sondern tatsächlich eine Beziehungsdarstellung. Und das denke ich, das ist ihre große Stärke. Das ist das, weswegen sie vielleicht auch die Jury überzeugt hat, das Stipendium zu kriegen. Und was auch mich überzeugt hat, mit ihr schon mal ein Buch zu machen. In der klassischen Moderne gab es mal so eine Begriffsform, da würde man sagen, man zeichnet nicht ein konkretes Tier, sondern den Begriff eines Tieres. Und zu einem Tier gehören grundsätzlich irgendwie Extremitäten, die in der Lage sind, sich zu bewegen, ein Korpus, es gehört ein Kopf dazu, der sich irgendwo hinwendet, der einen Ausdruck haben kann, der eine Geste machen kann, so wie die Vorderläufe bei Tieren zum Beispiel auch immer eine Geste machen können. Und das sind quasi dann die Gestaltungselemente für so eine Form. Und da berühren auch die Bilder so Punkte, wo man sagen muss, da kommen wir ganz stark in den spielerischen Bereich der Kunst, der also dann auch wirklich nur noch sich mit sich selbst beschäftigt. Also das ist hier in dem konkreten Fall jetzt auf jeden Fall erreicht. Also ich glaube, da sind wir bei Nadja Poppe sowieso in einem merkwürdigen, in so einer Doppelgesichtigkeit. Auf der einen Seite eben dieses Versuch des schnellen Erfassens der einer ihr gegenüberliegenden Natur, mit der Freude auch, deswegen zeichnet sie, glaube ich, auch viele Tiere an Bewegung und Bewegungsformen und quasi an Körperhaltungen, die sehr an menschliche Gestik erinnern und dadurch so diese Ausdruckskraft gewinnen und die schnell zu erfassen und einfach so prägnant ins Bild zu bekommen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist eben diese immer weiterführende Verdichtung, die so aus zwei Ja, auch wieder aus zwei Richtungen kommt. Auf der einen Seite soll sozusagen ein Bildstück entstehen, das aus sich heraus zwingend ist und dann gibt es aber trotzdem ja wahrscheinlich meistens noch irgendeine Idee von der Figur oder von einem Ausdrucksbedürfnis. Ja, es ist so eine merkwürdige Mischung bei ihr zwischen dem Transport eines innerseelischen Erlebens in ein Bild hinein und in die Geschlossenheit oder Offenheit von Formen. Ich glaube, mit solchen Begriffen kann man sich dem oft viel mehr annähern. Überhaupt muss man ja sagen, Formen in so einem klassischen Sinne verstanden gibt es ja sowieso gar nicht so viel, sondern wir haben es ja viel mit Schraffuren zu tun und mit Wischflecken, die eigentlich mehr so sich ausdehnende Flächen sind, die gar keine festen Konturen haben, aber die trotzdem massiv sind. Ja, und dann gibt es eben immer auch parallel dazu diese Fröhlichkeit des närrischen Erfindens. Diese völlig abstrusen Gestalten, die dann teilweise in ganz große Blätter münden, große Papiere, manchmal mit großer Geste relativ flott. Flott gemacht.
Schwarze Spaden gleißen leicht.